Hallo zusammen. Heute gehe ich einem Zuschauerwunsch nach. Und zwar wurde gewünscht, ob ich nicht mal ein Tutorial machen könnte über Yoga Skin. Wir hatten ja Glass Skin und nun ist ein neuer Trend aktuell. Durch Instagram natürlich ging es um die Welt. Yoga Skin. Ja, was bedeutet das eigentlich, Yoga Skin? Also wir alle kennen Yoga und wissen, dass Yoga nicht nur der Seele gut tut und unserem Körper, sondern auch, dass wir nach einer Yogastunde so diesen frischen Glow haben, dieses frische, gesunde Aussehen, eine gut durchblutete Haut. Und diesen Look, dieser gut durchbluteten, frischen, aussehenden Haut, kannst du auch ohne Yoga dir ganz easy aufs Gesicht schminken. Mit einer ganz einfachen Technik, dafür muss man kein Schminkprofi sein. Entwickelt oder entdeckt oder in die Welt gebracht wurde diese Technik über eine Visagistin, eine britische Visagistin, Sarah Hill, und die hat es auf Instagram gepostet. Das haben schon unzählige YouTuber nachgemacht. Ich wollte eigentlich nicht mit auf den Zug aufspringen, aber da ich gebeten wurde, mache ich das. Ich erfülle eure Wünsche fast alle. Also gut, beginnen wir mit dem Yoga Skin. Als allererstes ist natürlich Voraussetzung ein gut gereinigtes Gesicht, am besten ein schönes Peeling vorher gemacht, ein Enzympeeling, was sehr mild zu unserer Haut ist, die Haut tonisiert und eingecremt. Wenn ihr sie eingecremt habt, dann solltet ihr warten. Mindestens 5 Minuten warten, dass sich das alles schön setzt und ihr keinen Fettfilm habt. Ach so, apropos Fettfilm, Achtung, diese Technik ist nicht für Hauttypen gedacht, die eher ölig, fettig und großporig sind, weil der Glow dann einfach too much ist. Ihr braucht also nicht viel. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür einen Primer, einen silikonfreien Primer. Ich habe hier den von Smashbox. Ich habe hier so ein kleines, ich benutze sonst keinen Primer, aber ich habe diesen kleinen gehabt und werde den jetzt mal anwenden. Fotofinish ist silikonfrei, hat Vitamin A und E und Grüntee-Extrakte. Also der wird ganz dünn auf die Haut aufgegeben und bildet somit die Leinwand für die Foundation oder diesen Mix. Ganz dünn. Ich bin sonst nicht so ein Freund von Primer, aber ich mache das sehr gerne für euch. Man hat irgendwie, wenn man so einen Primer aufträgt, das ist wie so eine dünne Schicht, die sich dann auf euer Gesicht legt. Aber silikonfrei. Müsst ihr wirklich darauf achten, dass der Primer silikonfrei ist. So, das wird jetzt alles mit den Händen gemacht. Es wird auch in der Hand gemischt. Das ist ein bisschen... Nun denn, also ihr nehmt eine flüssige Foundation auf Wasserbasis. Ich habe hier meine Chanel, meine Vital Mir Aqua. 3 bis 4 Punktstöße, also werde ich jetzt so, ich mache das, na, ja. Dann gebt ihr ein Gesichtsöl nach eurer Wahl. Gibt dann genügend Gesichtsöle, High-End-Produkte aus der Drogerie. Ich benutze das hier von Dolton, mein Gesichtsöl, was auch fettfrei ist, und gebe einen Tropfen Öl. Ui. Vorführeffekt, klasse. Dann ein Liquid, so eine Highlighter-Creme oder Strobing-Cream. Wenn es geht, goldfarben. Ich nehme jetzt die hier von Benefit. Und wenn ihr es ganz kräftig haben wollt, also so einen richtigen Super Glow, könnt ihr noch etwas Highlighter Drops. Ich habe die hier von L'Oreal. Also man kann es auch ohne machen. Aber ich gebe jetzt noch mal einen Tropfen hier dazu. Einen bitte, ja. Und dann habe ich hier so eine Masse. Und die mische ich jetzt mit meinen Fingern. Also ich habe das jetzt immer gesehen, dass das also großflächig, also in der ganzen Handfläche und samt Finger gemischt wurde. Müsst ihr aber nicht machen. Ihr könnt das in der Handfläche mischen. Gebt dann etwas auf die Fingerspitzen und verteilt das mit kreisenden Bewegungen. Also kreisende Bewegungen, um die Blutzirkulation anzuregen. Also wie so eine kleine Massage.
Eigentlich hatte ich euch das ja mit diesem Highlighter schon vorgemacht. Also so neu ist das jetzt auch nicht. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Einer macht's vor und alle machen's nach. Also ich habe da meine eigene Technik. Ich mache jetzt das so, führe euch das so vor, wie das die Sarah Hill empfiehlt. Ihr könnt diese ganze Geschichte auch Schicht für Schicht aufbauen. Dann wartet ihr erstmal, bis sich eine Ebene gesetzt hat und gebt die neue Schicht auf. Also mir reicht jetzt eine. Also das ist jetzt für mein Empfinden genug Glow. Man kann das, wie gesagt, aufbauen. Um jetzt ein richtiges Leuchten zu erreichen. Aber mir reicht das eigentlich. So. Um jetzt den ganzen Look abzurunden, könnt ihr Unebenheiten mit einem Concealer kaschieren. Aber jetzt nicht großflächig, ne? Jetzt mit dem Beauty Blender da rangehen und wieder das Ganze, also alles mit dem Concealer abdecken. Also der Glow, finde ich, ist durchaus im Rahmen. Also man sieht jetzt nicht so fettig aus, man hat kein fettig aussehendes Gesicht. Mit dem Concealer kann man jetzt, ich habe hier mal so eine kleine Stelle, das etwas abdecken. Ich finde aber dennoch, die Haut hat zwar einen Glow, aber Frische hat sie nicht. Und deshalb wird empfohlen, dass ein Creme Rouge darüber aufgegeben wird. Also nicht unbedingt ein pudriges Rouge. Ich benutze jetzt hier meine Parisienne. Das ist von Lancôme. Das ist ein sehr schönes Vintage-Döschen. So ein Pink. Und mache mir jetzt noch kleine süße Apfelbäckchen. Ihr könnt das auch noch mit einem losen Puder, gewisse Stellen, die T-Zone, könnt ihr mit einem losen Puder natürlich auch noch abpudern. Es ist ja alles eine Frage des Hauttyps, ne? Es wird was vorgemacht und das muss letztendlich jeder für sich selber umsetzen, welche Menge er benutzt und also wie stark das sein soll. Das ist eine ziemlich schmierige Angelegenheit. Also ich finde, man kann das auch leichter machen, aber gut. Ist pflegend. Ist, ja. Ihr könnt mit dem losen Puder dann hier noch abpudern, wenn ihr möchtet. Ne? Das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Also und einem kleinen Pinsel ist nicht alles großflächig, weil dann pudert ihr euch ja wieder zu. Es wäre dieser leicht verschwitzt aussehende. Da. Das ist ja das Ziel, dass die Haut so, ne, wie nach dem Gym aussieht. Naja, also das ist alles eine Geschmackssache. Und des Alters. Ich kann mir das bei jungen Mädchen sehr schön vorstellen. Also meine Lieben, das war jetzt die Vorstellung Yoga Skin. Also nochmal, Gesicht eincremen, setzen lassen, warten bis es, also die Creme schön eingezogen ist. Dann einen silikonfreien Primer benutzen. Dann mischt ihr in den Handflächen 3 bis 4 Tropfen Foundation, etwas flüssigen Highlighter oder eine Strobing Cream, einen Tropfen Öl und, wenn ihr wollt, noch diese Drops. Wenn ihr nicht so viel Glanz möchtet, dann lasst die Drops einfach weg. Also eigentlich habe ich das euch auch schon mal vorgemacht, ne? Also mit dieser Foundation, als ich diesen Highlighter unten drunter drauf gegeben habe. Gut, was ich nicht hatte, ich hatte keinen Primer und ich hatte kein Öl benutzt. Nun denn. So, das ist jetzt hier der Yoga-Skin-Look. Auf Wunsch einer lieben Zuschauerin. Ich hoffe, euch geht es gut und vielleicht habt ihr Lust darauf, diesen Look nachzumachen. Also diese Schminktechnik für euch. Ihr könnt das, wie gesagt, alles nach Gefühl machen. Und fangt mit wenig an und baut das von mir aus Schicht für Schicht auf. Also, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.